Moin moin und willkommen zurück bei Alheim. Wir waren beim letzten Mal ein bisschen Kupfer besorgen. Ich bin mir auch nicht sicher, ich glaube, wir müssen das noch fleißig einschmelzen und mit den Rohstoffen dann mal ein paar coole Sachen machen, wie zum Beispiel eine coole neue Axt. Es ist dunkel, nass und kalt. Ah, herrlich. So ist das doch schön, weil ich kann jetzt so natürlich nicht schlafen, weil ich brauche ja Feuer in der Nähe. Haben wir nicht. Das ist so das Gemeine hier gerade. So. Was sagen wir, packen wir hier mal schon mal ein paar Sachen wieder rein. Was ist denn hier hinten eigentlich drin? Achso, die Händlerkiste. Hier haben wir ein paar Steine. Und hier hätten wir noch Holz zum Verbrutzeln. Ja, also wir müssen eine Menge Geduld mitbringen. Aber ich muss mal sagen, ich glaube, mir ist eingefallen, warum ich den Wagen nicht bauen kann. Ich glaube, ich muss mir dafür einmal Nägel machen, damit das auftaucht. Wir haben doch hier irgendwo Nagel, Nagel, Nagel. Oh Mann, ich dachte, das ist für eine gute Idee, aber ich konnte ja gar keine Nägel machen. Oh, oder über die Werkbank? Ah, ich könnte schwören, dass das jetzt irgendwie eigentlich, dass ich nur noch Nägel oder so bräuchte. Ah! Keine Ahnung, jetzt bin ich wieder verwirrt und überfordert. Muss mal durchgucken. Messer, Kupfermesser. Speer und Schwert. Nö. Ich dachte jetzt tatsächlich, dass das so Dinge sind, die sich von alleine erledigen, sobald ich jetzt mal ein anderes Material mache. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es Nägel und so noch gab, aber kann auch sein, dass Nägel erst mit Eisen gehen. Ach hier! Ich kann nicht lesen. Bronzenägel. Gefunden. Direkt auf Anhieb. Lass uns mal einen Bronzebarren holen. Einen haben wir. Bin ja begeistert. Einfach nur blind. So, Bronze. Nägel. Achso, sind ausgewählt. Herstellen. Holzklappe, Karren. Da ist es. Objektständer. Perfekt. Das ist so ein Wagen, wo wir unser Material reinschmeißen können. Ah, sehr schön. Ist, wir haben recht wenig Zinn. Das heißt, wir müssten auf jeden Fall nochmal los und Zinn holen, explizit. Das ist aber etwas, wo sich der Karren für lohnen würde. Wir werden mal schauen, ob wir den Karren gleich machen können. Wir gehen jetzt einmal aber bei und machen noch ein bisschen Bronze. Ich hätte nämlich wirklich gerne eine Bronze-Axt. Brauche ich 8 Stück für. Kann ich wahrscheinlich nicht machen, weil ich nur 4 Zinn habe. Also kriegen wir wahrscheinlich nur 4 Zinn, ne? Bronze meine ich. Ja. Das ist in Kurzfassung gesagt dumm gelaufen. Dann schauen wir mal nach dem Wagen. Oh, ich 20 Holz nur für. Oh, das schaffe ich. Ich glaube, ich kann mit dem Ding auch schwimmen, wenn ich mich recht erinnere. Holz, Holz, Holz haben wir ja da. Zack, Karren.
Nice! Wir hauen ja unser ganzes Holz raus für Kohle, ist auch immer schön. Und wirklich vorankommen. Ich könnte die Nacht jetzt mal schlafen. Es ist ja... Ah! Lass uns mal schlafen. Ein Träumchen. Kommen wir wieder ein bisschen voran. Ach, jetzt sind die ganzen Sachen auch durchgelaufen in der Nacht. Das heißt, eigentlich lohnt es sich gleich, das Erz nochmal aufzufüllen. Ha! Obwohl, ich finde es ja geil, dass man immer so viel zu tun hat. Will ich ja jetzt gar nicht schlecht reden. Oh. So, hier Erz. Rein damit. Perfekt. Zack. Zack. So. Uns geht's halbwegs gut. Dann können wir was essen. Okay, und essen wir noch einen davon. Mit dem Ding versuche ich jetzt mal. Obwohl. Es wäre schlau, wenn wir das Ding mit dem dunklen Wald nehmen. Wir haben ja jetzt hier gerade gar keinen düsteren Wald, ne? Ich müsste da hinten hin. Kann ich nicht abreißen damit? Oh, ich dachte, ich kann den abreißen. So viel dazu, das heißt, wir haben jetzt den Karren stehen. Den kriege ich nämlich nicht mit durchs Portal. Jetzt ist dann jetzt dumm gelaufen, aber gibt Schlimmeres. Wir brauchen Zinn. Ganz dringend. Und dann können wir uns auch neue Sachen machen. Und mit den neuen Sachen können wir dann besser kämpfen, arbeiten und Material besorgen. Das übliche Spiel halt. So, ich sollte... Nehme ich das Portal hier einfach mit? Ist hier noch was drin? Ja. Nehmen wir das Portal einfach mit. Hart. Reisen wir hier mal mitten rein. Müssen ja nur einen Fluss finden. Hier ist auf jeden Fall nochmal Kupfer. Ich glaube, ich markiere mir die mal ein bisschen auf jeden Fall noch mit. Na, ha, ha, ha. Oh. Oh, ein paar mehr noch. Ah. Zack, zack, zack. Perfekt. Vor allem die Augen können wir auch echt gut gebrauchen. Dann können wir noch mal mehr Portale draus bauen. Das sieht nicht mehr sehr nach Düsterwald aus da vorne. Nehmen wir die Richtung. Und sobald wir ein bisschen Zinn finden, gibt es als erstes, glaube ich, mal eine neue Axt. Weil wir damit dann hoffentlich auch entspannt an Edelholz rankommen. Blaubeeren. Nehme ich mit.
Früher oder später werden wir die brauchen. Oh? Genauso wie diese Gerätschaften hier. Oh. Ein netter Text. Oh. Seid gewarnt vor den Grau... Oh, warte, den hatten wir schon. Den hatten wir schon. Schöner Text auf jeden Fall. Das ist ein Spawner. Lassen wir mal. Uns hier nicht mit allem anlegen. Noch mehr Kupfer. Boah, ist hier ein Mini-Gebirge? Ich sehe da den weißen Fleck auf dem... Moment hier, ich markiere mir den auch nochmal. Kupfer. Zack. Oh. Noch eine Höhle, also so eine Grabkammer. Oder? Nein, ist es nicht. Also laut Map ist hier Gebirge. Ein weißer Fleck. Oh, hier sind wir wieder Grasland, ne? Das ist ein so kleines Gebirge. Das können wir kurz überprüfen. Das schaffen wir mit unserem jetzigen Skill-Level auch. Du erfrierst. Ja. Ist dann so. Einfach mal reinkloppen. Eine Silberader finden oder so. Ah, die könnten wir wahrscheinlich eh nicht abbauen, fällt mir gerade ein. Also egal. Aber wir waren mal im Gebirge und haben schon mal ein bisschen Bergarbeiterarbeiten gemacht. Okay, wenn das Düsterwald bis zur Küste runter ist, haben wir hier, glaube ich, einen Jackpot. Das Gebäude? Das ist kein Zinn. Zinn! Haha! Geht doch! Geh weg. Auch. Da oben ist noch einer mit dem Schwert, ist okay. Okay, Grauzwerge. So, echt nichts außer dem Skelett gewesen? Oh. Das ist schon ein bisschen enttäuschend. Geh weg. So. Grauzwerg-Trophäe. Woohoo! Sagt die Map. Lass uns mal die Insel nach da oben mit erkunden. Da hatten wir einen eventuellen Bauplatz markiert. Dann machen wir da einmal die Nebelseite dort weg. Nebelseite, ich weiß gerade nicht das richtige Wort. Oh, ist das eine Trollhöhle?
Das hier müsste eine Trollhöhle sein. Jo. Markiere ich mir. Voll. Oh. 10. Ha. Du hast ein Sternchen. Geh weg mit deinem Sternchen. Du gehst auch weg. Auch ohne Sternchen will ich dich nicht haben. So. Schmeiß mich dann weg. Das Holz packe ich mal weg. Nein, das Holz nehme ich wieder mit. Ich brauche ja eine Werkbank, wenn ich ein Portal bauen will. Wir sind jetzt bei 278 Gewicht. Hier ist noch ein bisschen Zinn. Ja, okay, okay. Dann machen wir das doch mal einfach. Also wir machen uns hier mal eine Kiste hin. Wir machen uns erstmal eine Werkbank hin. Ja. Jetzt machen wir uns die Kiste. Und eins davon. Ich glaube Home. Jo. Ein Träumchen. So, dann sammeln wir uns hier mal die ganzen Zinnsachen zusammen, packen in die Kiste. Aber ich muss auch sagen, das Zinnerz ist definitiv ergiebiger als das Kupfererz. Hier, wenn ich ein Zinnerz habe und draufklopfe, dann kriege ich auch hundertprozentig Zinn raus. Bei... Oh, bist du überhaupt Zinn? Beim Kupfer hatten wir festgestellt, dass das mehr oder weniger Glückssache ist, ob man da Kupfer rausbekommt oder nicht. Überall Zinn, ein Träumchen. Sie werden wahrscheinlich auf die Schnelle auch nur diese eine Tube brauchen und haben dann erstmal für die nötigsten Dinge alles da. Interessant wird sowieso später mit dem Eisen auskratzen aus dem Schrotthaufen. Aus dem schlammigen Schrott oder wie das heißt. Das war so, yep. Auch die Geräuschkulisse dabei hat früher Spaß gemacht. Kein Zinn? Du bist Zinn. Und als nächstes müsste man natürlich mal gucken, ob ich halt die Spitzhacke mache oder ein Schild. Ein Schild hätte natürlich den Vorteil, dass wir uns noch besser verteidigen können. Das Holzding ist ja jetzt schon am Limit. Boah. Mit der Spitzhacke könnten wir halt schneller neue Sachen beschaffen. Kann auch sein, dass wir genug Material haben, um beides zu machen. Nach der Axt. Ha! Gute Frage, gute Frage, gute Frage. Ich muss mir echt Gedanken machen. Aber apropos, ich muss mir da mal Gedanken machen. Ich bin mal kurz vom Inventar weg. Ich mache mir gerade ein bisschen hier Gedanken zu der Staffel, die wir hier gerade machen. Ich hatte ja das mit Hilfe von der Abstimmung habe ich ja rausfinden wollen, worauf ihr Bock habt und ähnliches. Mir ist da jetzt allerdings auch schon aufgefallen, dass das Interesse an den Videos sich doch stark in Grenzen hält. Was grundsätzlich jetzt nicht das Problem ist, was mich halt daran irritiert, ist halt, dass ich vorher gefragt hatte, worauf Bock besteht und dass er jetzt trotzdem eher so läuft. Da hätte ich dann für mich mal Interesse, also könnt ihr mir ja einmal sagen, die es schauen,
Warum? Oder so eine Vermutung? Muss ich hier den Content ein bisschen anders gestalten, damit das irgendwie wieder passt? Oder... Das heißt, hier muss ich... Ich werde jetzt nicht unbedingt... mehr jetzt einen Spielstil aufzwingen oder so, aber ich würde gerne einfach nur verstehen, wo der Denkfehler bei mir ist. Die Sache ist, das Spiel hat halt recht viel Grind-Aspekte. Aber das war ja eigentlich von vornherein klar. Und ich muss sagen, ich habe jetzt für mich persönlich jetzt auch eigentlich auch Spaß daran. Mit dem Grind. Ich stehe da total drauf, einfach in die Weltgeschichte zu ziehen und Erze zu holen. Entsprechend kann ich auch verstehen, warum das vom Unterhaltungswert vielleicht nicht ganz so geil ist oder so, aber ich weiß es halt nicht, weil das ist halt Valheim. Und wenn ihr da mal ein paar Infos für mich habt, wo es vielleicht ein bisschen dran hapert oder was man vielleicht optimieren könnte, kleinen Rahmen, also Optimierung oder sonst überhaupt kein Problem, würde mich halt nur interessieren, in welche Richtung das geht. Das ist, nur, dass ich das mal angesprochen habe. Würde schon gern ein bisschen weiterkommen. Na? Ja? So. Oh, ab hier vorne ist wieder Grasland. Da vorne ist noch unser theoretischer Bauplatz. Wo ist denn... Achso, der uralte ist da hinten. Ach du. Ich werde aber nochmal einen Blick auf den Bauplatz werfen. Wenn man schon mal hier ist, ne? Was ich mir da rausgesucht hatte. Was ich mir dabei gedacht habe. Woohoo! Eigentlich echt Sünde. Oh, hier, du auch. Ich hab nicht mehr allzu viele Schwänze von euch. Danke! Ach, hier war ja quasi sogar bewohnt schon. Ach, ist okay. Ach, das ist... Das ist schon wieder ein ziemlich geiler Spot, wenn ich mir das so anschaue. Am geilsten wäre es natürlich... tatsächlich wieder in den Ebenen zu bauen. Aber da kommen wir kommen da bestimmt hin, wenn wir welche finden. Aber wie gut ist dich, wie schlau ist es, das zu tun? Oh, dachte ich, erwischt den noch. Hier ist doch ein geiler Spot. Woo! Hey, hey, hey. Ausdauer. Ist jetzt hier gerade im ersten Moment echt schick. Weil wir könnten hier auch einen echt guten Anleger für ein Boot machen. Ja, ich hab Bock hier. Das werden wir uns... Ich werde das natürlich noch mehr weiter mal im Kopf ein bisschen... zergehen lassen, diese Information, aber wirkt geil. Oh, wird schon wieder dunkel? Ab nach Hause, sag ich dazu dann nur, ne? Wuhu! Wir müssen mal gucken, es gab ja noch so ein Tool, um den Boden ein bisschen anzugleichen. Da müsste ich mal gucken, nach einer Hake ist das, glaube ich. Na? Schwänzchen? Danke. Problem ist, ich muss natürlich erstmal wieder alles finden hier. Aber ich habe ja direkt an der Küste gebaut, das sollte ich finden. Ich
Hör mich auf die Axt, auf die neue. Hier? Waren wir hier schon drin? Zumindest ist nicht viel drin los, also eher nicht so. Ah, noch ein Zinnvorkommen wäre auch nicht schlecht. Würde ich jetzt einfach mitnehmen. Ah. Und dann? Sobald wir wieder am Portal sind, geht's erstmal nach Hause. Erze nachfüllen. Ich würde dann die Nacht noch direkt das Zinn anschmeißen. Okay. Nein, ich komme nicht durch, überladen. Nein! So viel dazu. Das habe ich ja geschickt eingefädelt. Einmal noch. Vielleicht von hinten. Aha. So, Karren benutzt. Sehr schön. So, wir könnten noch mal was essen. Oh, passt schon so für die Nacht. Ah. Erz da rein. Holz, Barren, Erz, haben wir, dann, ja. Erz und die Steine raus. Da ist der Zinnbarren. Das ist der wichtige, der noch gefehlt hat. Ab ins Bett. Gute Folgenlänge. Wir werden aber nochmal schauen, ob wir die Axt jetzt fertig gebaut kriegen. Das würde ich gerne nochmal schnell fertig machen. Dip, dip, dip. Dafür fehlt uns da wahrscheinlich noch Kupfer. So an? Bist du Schmiede? Ah, geil. Bronze. Machen wir direkt mal die Fünferpakete hier. Okay, das war's schon. Bronze. Bronze Rüstung könnt ihr mir jetzt schon mal wieder machen, aber nein. Axt. Da ist sie. Zwei Lederreste und vier Holz. Hier schon eine gewisse Form von Ordnung, oder? Lederreste? Ein bisschen Holz.
Oh, perfekt, perfekt, perfekt. Oh, wir haben gleich eine Axt. Eine neue. Axt. Herstellen. Ja. Können wir die auch aufwerten? Da fehlt Ausbaustufe mehr. Aber das können wir alles, das kriegen wir geregelt. Da bin ich zuversichtlich. Oh. Wir werden jetzt selbstverständlich einmal ausprobieren, ob wir damit eine Birke fällen können. Ich mal ganz kurz gucken, wo wir eine haben. Hey. Alter. Da vorne ist doch eine. Und dann machen wir Feierabend für heute. Pilze. Oh, wenn ich Edelholz dann anständig farmen kann. Ha! So viel schöner. Und es geht. Sehr schön. Nein, ich habe euch ja gezeigt, wie man auch sonst mal an das Zeug rankommt, aber so ist halt schon ein bisschen geiler. Oh, perfekt. Noch eine Birke hier irgendwo? Ja. Egal, ich wollte Feierabend machen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und denkt mal über meine Frage nach und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.